Liebe Lesefreunde, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Schüler. Meine Lesungen aus dem ersten Roman, Sardan Discordia, sind bekanntlich beendet. Heute beginne ich mit einer ganzen Reihe von Lesungen aus dem zweiten Roman der Romanreihe Sardan. Dieser zweite Roman ist getitelt Grand Coestres Secret. Dieser Folgeroman basiert auf den deutschsprachigen Memoiren des Generals und Abenteurers Gentil Langalerie, wie sie von dem P. bekanntlich in der wappengeschmückten Truhe nahe bei Cuxhaven vorgefunden wurden. Ausweislich des ersten Romans Sardan Discordia. Ob dies nun Hitler-Tagebücher waren oder echte Memoiren, das alles werden wir an anderer Stelle ausführlich zu diskutieren und zu prüfen haben. Jetzt geht es zunächst einmal nur darum zu erfahren, was überhaupt drin gestanden hat in diesen Fragmenten. Übrigens, der neue Roman ist so frisch, dass ich zurzeit sozusagen nur vom Blatt aus vorlesen kann, denn das Buch selbst wird zurzeit erst gedruckt und die ersten Probeexemplare liegen mir noch gar nicht vor. Ich werde euch die neue Story, wie gehabt, häppchenweise vorlesen. Sie ist übrigens nicht nur für uns, die vorgeblich Erwachsenen, geeignet, sondern auch und besonders für die Ohren Sudoku- und stressgewohnter Schüler. Denn der Roman behandelt die abenteuerliche, verrätselte Jugend eines Alters- und Leidensgenossen dieser Schüler, eines jungen, erst 11-jährigen französischen Adligen des 17. Jahrhunderts, den es völlig unerwartet in die Hauptstadt Paris und dort in die Unterwelt verschlägt. Vornehm und wohlbehütet ist er ursprünglich in einem Schloss im Süden Frankreichs aufgewachsen. Er besaß hervorragende Lehrer. Der Beste war sein Onkel, Bischof von Montauban, einem Wissenschaftler und Archäologen von Rang. Dann aber wird Gentils in einen Ehrenmord verwickelt. Ein Ehrenmord. Er muss zusammen mit seiner Mutter nach Paris fliehen, um dort vom König ein Pardon zu erbitten. Doch in Paris rührt sich keine Hand für ihn. Seine Mutter wird festgenommen und dem jungen Gentil bleibt schließlich kein anderer Ausweg, als abzutauchen. In das Dunkel der Katakomben, in die Pariser Unterwelt. Und sein einziger Schutz, sein einziger Begleiter auf diesen Irrwegen, das ist eine geheimnisvolle Medaille. Sie ist ihm von einem fremden Greisenarm zugereicht worden. Und wir alle fragen uns natürlich, ob dies die gleiche Medaille war, die der P. in der Neuzeit in der Truhe von Cuxhaven gefunden hat und von der im Schlusskapitel des letzten Romans Sardan Discordia mutmaßlich gesprochen wurde. Es handelt sich also, liebe Freunde, um eine ziemlich verzickelte Sudoku-Geschichte. Dabei kann ich keine Dummköpfe gebrauchen. Den ziemlich Schlauen unter euch, den habe ich deshalb heute eine herrliche Schachaufgabe mitgebracht, an der ich zurzeit herumknabbere, für die mir aber irgendetwas Vernünftiges noch nicht eingefallen ist. Erfunden worden ist sie von einem guten Freund, einem Spezialisten für die sogenannten Halbzüger. Ich halte das Schachbrett mit der Aufgabe hier mal hoch, damit ihr euch das genau ansehen könnt. So. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Weiß zieht, matt in zwei Zügen. Wohl bemerkt, nicht in dreien. In dreien ist es banal. So, jetzt aber endlich los mit dem Vorlesen.
Vorlesen des ersten Kapitels. Es ist überschrieben Sardanopoulos. Das grausame Los, das mich in dies furchtbare Gefängnis geworfen, in dem ich zurzeit einsitze, erlaubt mir die Muse, die Öffentlichkeit über die Umstände meines Lebens zu informieren, welche mich hierher gebracht haben. Sie waren von einer derart bizarren Art, dass ich es wagen darf, sie als hochinteressant zu bezeichnen. Mit Erstaunen wird man erkennen, zu welchen Kapriolen und Rückschlägen das Schicksal in der Lage ist, wie sehr es blinde, göttliche Weisheit war, die mich nicht zurückkehren ließ auf meinen angestammten Thron und zu welchen unglaublichen Variationen das Leben fähig ist. All dies hat es verdient, meiner Nachfahrenschaft übermittelt zu werden. Möge sie davon profitieren. Möge sie erkennen, dass es weniger die glänzenden Höfe waren, an denen ich zu verkehren pflegte, welche sich als wertvoll erwiesen, sondern vielmehr die dunklen, die obskuren Seiten des Lebens. Die Wahrheit ist die, dass sich ein grausames Schicksal bereits in dem Moment vorbereitet, in dem wir scheinbar auf dem Gipfel der Gnade und Gunst angelangt sind. Ja, darin fast ertrinken. Das sollte diejenigen beruhigen, die es nicht gewohnt sind, ihr Dasein im Licht zu verbringen. Das Licht der Welt erblickte ich im Jahre 1658 im Langoumet, jener liebreizenden Provinz des Midi, welche sich schon immer durch treue Ergebenheit gegenüber ihren Fürsten auszeichnete und die der Welt nur ein einziges Mal in Gestalt des verabscheuungswürdigen Ravaillac ein Subjekt dornierte, welches allerdings wohl ein Monster an Perfidie war. Mein Vater, einer der besser titulierten Gentilhommes dieser Provinz, erzog mich von frühester Jugend an zu strikter Humanitas. Allerdings glaubte er, mir werde der Beruf eines Militärs, den er 20 Jahre im Dienste der Kavallerie ausgeübt hatte, nicht besser konvenieren als die Vita Contemplativa Ecclesiae. Der Junge war also für den Kirchenberuf vorgesehen. Die natürlichen Gefühle, welche mein Vater mir schuldete, glaubte er deshalb zu vernachlässigen, wenn er mich nicht in einen Lebensweg zu geleiten gewusst hätte, in dem ich die Muße finden würde, die er selbst so emsig erstrebt hatte. Zu diesem Behufe sandte er mich zu dem Monsieur de Nismont, dem Bischof von Montauban, einer kleinen, aber traditionsreichen Stadt in der Haute-Guyenne. Meine Mutter nannte ihn Onkel, ohne dass sie diese entfernte Verwandtschaft in einer für ein Kinderhirn verständlichen Form je zu präzisieren wusste. Doch waren es aus meiner kindlichen Sicht, neben der singulären Freundschaft, welche jener Prälat für meinen Vater empfand, in erster Linie Blutsbande, die jenen Geistlichen dazu bewegten, die Errettung meiner Seele nach Kräften zu fördern. Es ermangelte mir an nichts in seinem bischöflichen Palais. Complaisance, Zärtlichkeit, Amüsement, meisterliche Maître des Arts divers, alles dies wurde mir geboten. Die Wünsche meines Onkels verliefen also konform mit denen meines Vaters. Aber sie akkordierten in keiner Weise mit meinen eigenen Vorstellungen oder, wie ich heute weiß, mit denen meiner Mutter.